Hallo, werte Ojimisten, wir heißen euch wieder. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Diesmal Steve und ich. Salia ist diesmal an der Reihe mit einer Pause und lässt aber viele, viele, viele Grüße ausrichten. Und sie wird eventuell beim nächsten Mal mit dabei sein. Wir sind... Ich will sie übrigens kurz ausrichten. Ich bin seit 8403 Minuten in dem einen Parcours drin. Oh, stimmt. Warte, da war was. Server... In der letzten Herausforderung immer noch. DE20 bin ich. Was? Ja, der Server spielt jetzt eigentlich, denke ich mal, keine Rolle, weil ich ja immer noch einen Parcours drin bin, den ich schaffen will. Ach, ich bin schon auf dem Server. Okay, ich bin schon auf dem 20er Server. Weil das gibt 20 Cent für 10 Cent, wenn ich ihn hier schaffe, und ich glaube 100 Eier. Keine Ahnung. Also, und wenn ich jetzt halt aufgebe, wie gesagt, ich bin bei der letzten Challenge, im letzten Checkpoint, wenn ich jetzt aufgebe, wäre ziemlich dumm. Ja, klar. Du bist bei diesem Höhending, ne? Gut möglich, beim Gipfelstürmer. Genau. Ja, das habe ich gestern auch versucht mit Hilfe, aber leck mich. Nur bis zur Bibliothek gekommen. Und da habe ich gedacht, boah, nee, kein Bock mehr. Bibliothek ist die letzte Challenge, ne? Bibliothek war die letzte Challenge? Bibliothek ist die letzte, das letzte Stockwerk. Boah, scheiße. Auch hätte ich das gewusst. Na, egal. Ja, also Steve ist im Parkouring und ich bin hier auf Eiersuche. Ich brauche nur noch 11 Eier. Und dann kann ich den Kompass... Ja, dann wenigstens ein bisschen was. Genau, und bei mir. Und dann. Was ich auf alle Fälle zeigen möchte, mit Hilfe von Salia, fast alle Achievements bis auf Hände hoch, besuche zwei Banken, das fehlt mir noch. Sport ist Mord, besuche das Mindfit, das fehlt mir noch. Und ansonsten zentraler Parcours habe ich mit Hilfe geschafft. Und das gab nur lausige 6 Cent. Angeblich soll das einfachste sein. Ich fand das gar nicht einfach, weil zentraler Parcours bin ich gerade mal... Welche Ebene gekommen? Zweite Ebene. Ja. Und allgemein. Nutze einen Abkürzungstunnel, das fehlt mir noch. Besitze Angel und ein Boot, das fehlt mir noch. Meeresfisch. Dann die Angelsachen. Hasenjagd fehlt mir doch, da habe ich glaube 4 oder 5 von 12 Hasen. Genau, den Kompass abholen, Backe, Backe, Kuchen, das brauche ich auch noch. Nächstenliebe und Industriespionage, das habe ich auch versucht, habe es aber nicht gepackt. Mutprobe, wer sucht, der findet. Schrottplatz, keine Ahnung, wo das ist, aber ja. Dinmap, auf die werde ich verzichten müssen, weil ich spiele ja hier im Vollbildmodus und... Ich habe keinen Bock, immer hier rum und hin und her zu switchen. Und ja. Jetzt geht es mal ein bisschen verstärkt auf Eiersuche. Die letzten Eier, die ich übrigens privat gefunden habe, gestern und vorgestern, weil ich habe immer so ein bisschen halbe Stunde, dreiviertel Stunde und so weiter. Also mit Hilfe Zentralparcours. Wie viele Minuten? 32 Minuten, glaube ich, gebraucht. Der Typ, der den Rekord gemacht hat, das war übrigens ein Hacker. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er hier den Gipfel, dass jemand die Gipfelstürme innerhalb weniger als 10 Minuten geschafft hat. Ja, 4 Minuten oder noch was, was das waren. Weil, ganz ehrlich, ich habe das gezeigt. Dankeschön. Für das Ei. 90 habe ich jetzt, fehlen nur noch 10. Ich habe 71. Und der eine Typ hat gemeint so, wo mir geholfen hat, hat halt gemeint so... Hä? Sag mal, wie soll denn der das in 4 Minuten geschafft haben? Weil er selber ist schon ein Parkour-Freak. Der macht ja ausschließlich nur Parkour. Aber das da, innerhalb von 4 Minuten noch was? Nee. Also irgendwas stimmt doch nicht. Der wird doch bestimmt gehackt haben. Und Tatsache, das hat sich dann wirklich bestätigt. Weil der Typ anscheinend bei jedem Parkour gepunktet hat. Und alle geschrieben haben, ja, das war ein Hacker. Aber wir unterstützen solche Scheiße überhaupt nicht. Wollen wir natürlich noch hinzufügen. Ah, jetzt noch ein Ei. Mann, ich weiß echt nicht, wie genau man oder auf wie viel Meter Entfernung man ein Ei findet. Oder wie da der Abstand ist, weil wegen 600 Eier. Ich weiß es auch nicht. Ja, auf alle Fälle habe ich auch Reittierflocke, den bekommt man von der Wetterstation. Porsche, wenn man die Autobahn einmal umrundet. Mhm, auch haben wir zusammen gemacht. Genau, das haben wir zusammen gemacht. Das und haben dabei über Autobahnraser gelabert.
Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh Mann. Boah, vor allem gestern haben, gerade wo ich von die Hilfe, wo ich bekommen habe beim Balkon, ich habe voll den Damm Lachflash bekommen, weil einer gefragt hat, so, ja, wie seid ihr auf euren Namen gekommen? Und jeder zweite hat dann geschrieben, Fappen. Okay. Wo ich auch so dachte, Alter. Voll den übelsten Lachflash bekommst du. So, ja, wieso? Nochmal in den Chat reinschreiben, alle, die ne, wenn man eine 7 in den Chat schreibt, bekommst du 100 Ostereier oder so. Und das Schlimme ist, die meisten glauben das auch noch und machen es dann. Ja, hör mir auf, das kam gestern auch so. Irgendwie sowas und alle 7, 8, 82 und so weiter, 88, haha und so weiter geschrieben. Also, nur die zwei Buchstaben, H. Wo ich auch so dachte, Alter. Sonst geht's euch noch gut, ne? Bin mal gespannt übrigens, wo das Minefit ist. Ich habe irgendwie den Verdacht, es sei im Industrie, aber ich habe fast jedes Gebäude ab... Oder was heißt fast jedes Gebäude abgeklappert? Das stimmt nicht. Aber ich bin echt mehrmals um die Blocks gegangen. Bin da echt mal gespannt. Weil ich vermute, das ist eher so im Industrie. Im Bonzenviertel war ich ja schon. Ich war eigentlich fast schon fast überall. Bis auf, ja, Schrottplatz und... Ja. Ja, aber es war echt hart, hey. Wie seid ihr auf euren Namen gekommen? Fappen. Wir haben da gestern voll den härtesten Lachflash bekommen. So, wo sind noch Eier? Ach, da ist ein Angler. Ich brauche einen Goldklumpen. Ein Goldnugget? Ja, so ein Goldklumpen. Für eine Angel. Die Frage ist, wo kriege ich halt den Goldklumpen her? Oh nein, ich werde nicht im Chat nachfragen, wie jeder zweite Volldepp. Boah, ja, das kotzt immer noch am meisten an. Ja. Gott sei Dank brauche ich den Chat auch nicht. Wegen irgendwelchen Befehlen. Ich nur wegen Server halt. Oh ja, warte. Wie stelle ich mich nochmal stumm, den Chat? Achso, es war unter Option. Genau, Chat-Option. Genau, alles zeigen, nur Befehle anzeigen. Fertig. Ich muss auch demnächst mal Dings hier updaten. Star Wars Battlefront, ey. 8 GB Update. Ja, hast du mir erzählt, was ist neu dazugekommen? Weil das erste kostenpflichtige DLC rausgekommen ist. Oh, okay. Jetzt sind halt 8 GB. Aber Hauptsache, ich habe jetzt erstmal hingekriegt und habe Unreal Tournament geupdatet. Habe ich letztens gemacht. Über Nacht. Und dann habe ich an der nächsten Nacht, hat der PC dann nochmal durchgelaufen, um Dark Souls 2 schon mal zu downloaden. Und wie spielt sich Dark Souls eigentlich so? Ja, ich sag's mal so, wenn sich scheiße spielen würde oder sowas, dann würde ich das Time to Die Video nicht machen, weil ich da keinen Bock auf das Game hätte. Ja, aber ich bin mir auch am überlegen, ob ich es mir holen soll. Mach's. Es sieht so geil aus, aber ich hab halt nie so großartig Bock auf so richtig, oder ja, auf... Ich bin halt Spiele gewohnt, so, beispielsweise, du kriegst halt wirklich auch die Gegner vorausgesetzt, die du in deinem Level machst. Ja, das ist halt, das Einzige, was passieren kann, ist, dass du in eine Zone reinkommst, in die du halt noch nicht rein kannst, oder was heißt kannst, in die du noch nicht rein solltest, weil du noch nicht das richtige Level hast oder so. Okay. Das merkst du aber halt schon anhand dadurch, ob du denen Damage machst und halt wie viel Damage die dir machen. Da weißt du dann schon sofort, da bist du falsch. Man muss halt gucken, wo es als nächstes hingeht. Boah, ja. Wo du noch hin kannst. Weil, sagen ja alle hier so, Dark Souls ist so unfassbar schwer. Was ich jetzt persönlich nicht wirklich finde. Klar, das Sterben gehört dazu. Und man muss halt hier und da ein bisschen aufpassen, weil die Gegner teilweise echt extrem fies direkt um die Ecke stehen oder sowas. Yep.
die dir dann mal schön den Rücken reinfallen. Aber wenn du dann mal mit dem Kampfsystem klargekommen bist, wenn du jetzt weißt, ja, du holst jetzt Dark Souls und installierst oder schaltest das Spiel und weißt schon sofort, was für einen Charakter du spielen willst. Weil für mich war von Anfang an klar, ich will einen klassischen Krieger spielen mit Schild und Schwert, ne? So richtig schön klassisch, ohne jetzt Magie zu machen oder sonst irgendwas. Also werde ich auch komplett hingehen, werde mich komplett quasi auf Stärke und Ausdauer skillen, damit ich halt ordentlich zuschlagen kann und auch recht viel aushalten kann und so ein Scheiß. Also ich habe von Anfang an schon dem Bild von meinem Charakter vor Augen gehabt. Und daher auch nicht wirklich großartig Probleme bisher gehabt mit dem Skillen und sowas. Und mit jedem Tod, je nachdem, wenn es jetzt durch einen Kampf gibt bei den Bossen, da kann es halt gerne mal passieren, dass du da oft stirbst. Das ist aber nichts Schlimmes. Weil ich spiele es halt komplett offline. Weil ich das Spiel halt für mich selber durchspielen will. Ich will jetzt keine Hilfe, nicht irgendwann, weil ich online spiele, mir sagen, ja, das schaffst du nicht. Holst du dir mal lieber Hilfe von jemand anderem, der seine Hilfe anbietet online. Wo mit mir dann den Boss da zerlegt, da habe ich keinen Bock drauf, ich will die halt wirklich komplett alleine besiegen oder halt mit einem NPC, der mir hilft. Und ich habe auch keinen Bock auf Invasions, auch wenn die einiges, auch wenn die für einen ordentlichen Adrenalinkick sorgen, wenn dann ein Spieler deine Welt invadet und es dann zu einem PvP-Kampf kommt. Das werde ich aber erst machen, wenn ich das Spiel durchgespielt habe. Dass ich dann mal online nochmal spiele. Weil du willst das Spiel erstmal genießen. Genau, ich will es erstmal für mich selbst genießen, will es auch alleine quasi durchspielen, ohne irgendwelche Hilfe. Und gucken, wie weit ich so komme. Ja, so ist es Muss ja auch auch. gestehen, direkt am Anfang, du startest direkt nach dem Tutorial, bist du in einem Gebiet, wo du quasi die Wahl hast, links rum oder rechts rum. Links rum geht's in die Katakomben quasi und rechts rum geht's halt zur Stadt der Untoten, wo du normal hin musst. Okay. Ist so eine kleine versteckte Treppe, die siehst du nicht so direkt. Und ich bin halt am Anfang direkt in die Katakomben gerannt, gegen Gegner, gegen die ich normal noch gar nicht kämpfen dürfte. Mit meinem ersten Charakter und hab dann halt einfach, bin einmal nach dem anderen gestorben, hab die immer wieder bekämpft, hab mich immer wieder voll aufgeregt, war dann mit Tino in der Skype-Konfi gewesen, hab die dann immer die Ohren zugebrüllt, die arme Sau. Auf Dauer. Bis ich dann bis ich dann mal nach, glaube ich, 5 Stunden oder sowas, wo ich da probiert habe, an den scheiß Katakomben zu überstehen, habe ich mir ein Walkthrough mal rausgesucht bei YouTube, mal gucken, wo es lang geht. Dachte mir so, hä, da ist eine Treppe da hinten. Hab dann die Treppe gesehen und war dann halt mal direkt overpowered, weil ich direkt schon so Level 15 oder Level 10 gewesen bin. Und bin dann halt gegen die normalen Standard-Zombies am Anfang gekämpft und hab die halt fast schon mit einem Angriff gekillt. Oh Mann. Und hab dann gedacht, später, das Spiel macht mir so viel Bock nach den ersten Bossen. Oder allgemein nach dem ersten Boss, nach dem Taurus-Dämon da. Dass ich mir gedacht habe, ey, fragst du mal bei Facebook nach einem, ob du ein Sterbetagebuch machen sollst und. Also ich war dafür. Da ja immerhin 2 Leute den Beitrag geliked haben, quasi. Für mehr kann man ja nicht fragen. Aber ich hab gedacht, machst du. Ja, weil das hat mich selber so interessiert. Ich habe mal reingeschaut, weil ich dachte, so ein bisschen spitze, also wenn man es mit Tastatur und Maus spielen wird, dann wahrscheinlich mit WASD, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil Also du ich kann spielst schon ja mal mit so viel Controller. sagen. Ich habe damals mal, ich spiele es ja hier auf dem PC, auf dem PC von einem Kollegen, Ach so, okay. der den momentan nicht braucht. Der hat ja 2 PCs. Und das ist halt der PC, womit ich halt in seinen Steam-Account rein darf. Nur halt nicht online. Das heißt, ich bin immer Offline-Modus drin bei ihm und kann halt darüber Dark Souls zocken. Und ich kann so viel sagen, wie ich mal geguckt habe bei Steam, wie viel Dark Souls kostet und sowas. Es wird, wenn du da auf die Shopseite von Dark Souls gehst, wird direkt angezeigt, dass ein Controller höchstens, also dass der Controller wirklich absolut empfohlen wird. Okay. Das wird von Steam selber gesagt, dass ein Controller für ausdrücklich empfohlen wird. So steht das da. Also ein Controller wird ausdrücklich empfohlen. Und das habe ich bisher bei keinem anderen Steam-Spiel gelesen. Okay. Ja, weil ich habe ja selber einen Xbox 360 Controller hier bei mir, den ich ja als Ja, Ding ich verwende. habe. Ja, gut, ich bin ja mit PS3. Ja klar. Muss Ja, aber weil immer es. wieder gucken hier mit den Symbolen mit Viereck, Y und sowas, dass ich da immer kurz überlegen muss, was war das jetzt auf dem Xbox? Weil ich habe ja den PlayStation Controller, das ist halt Viereck, Dreieck, Kreis.